Ich habe mir eine Azeron Claw bestellt. Ich muss ehrlich sagen, Leute, es ist eine echt interessante Geschichte und ich glaube, dass wenn man das ein bisschen trainiert als Tastaturspieler, dann könnte das ganz gut funktionieren. Die Grundmechanics muss ich ja hiermit lernen. So, jetzt geht schon wieder los. Wo habe ich E? Na, geil, Alter. Jetzt weiß ich zum Beispiel nicht mehr, wo habe ich jetzt meine Waffenaufnahme. Habe ich nämlich nicht vergeben, ich Idiot. Hey! So, da geht's nämlich schon los. Mit den Waffen jetzt eigentlich hinbekommen? Oder? Ich glaube, ich mach's jetzt erstmal so, dass ich halt erstmal immer auf meine Pickaxe jump und dann durchscrolle, weißt du? Junge, ich werde jetzt sowas mal auf die Fresse bekommen, Alter. Lass mal nach Pleasant gehen, schön weit außerhalb, damit ich erstmal. So, Leertaste ziehen. Also das Movement, WASD und sowas, ist für mich gar keine Umgewöhnung. Ich habe früher sehr viele alte oder ältere Spiele mit so einem Joystick gespielt. Das ist gar kein Ding für mich, Leute. Ich glaube, ich muss den Bruder hier nur mal richtig festschrauben, Alter, weil der hängt nicht so richtig. Okay. Alles halt wirklich nicht easy, ne? Ich weiß ja nicht, Alter. Hiermit wechsle ich meine Waffen durch. Boah, ey. Und meine Inventartaste ist halt auch nochmal das Ding, ne? Die muss ich ja auch noch irgendwo belegen. Das sind halt diese oberen Tasten, die für mich eigentlich schwierig bis wirklich gar nicht benutzbar sind. Ich glaube, es ist halt das Ding. Man muss halt wirklich die 100% richtigen Keybinds einfach finden. Und bis man die halt mal hat, Alter, das kann halt dauern, ne? Ich muss jetzt halt gerade immer noch tatsächlich zurückgreifen zur Tastatur, weißt du? Und das ist ja nicht Sinn der Sache, so. Das ist ja eine absolute Behinderung. Richtig. Waffenloot und sowas geht jetzt schon voll fit. Also das ist jetzt eine Minute Eingewöhnung. Ich weiß jetzt, welches Slot ich quasi meine Pickaxe wechsle, wie ich hin und her wechsle. So, das geht voll fit, weißt du? Aber das halt erstmal in sein Hirn reinzubekommen, wenn man den ganzen Tag was anderes gespielt hat, das ist halt, du musst mehr reingreifen. Ja, das ist das Problem. Ich glaube, ich bin halt nicht wirklich drin genug. So, ich glaube, ich muss meine Hand richtig reinpressen. Wisst ihr, was ich meine? Nö. Ob man bei der WM wohl mit der Claw spielen darf, ist auch eine gute Frage tatsächlich. Ich weiß es gar nicht. Ist eine gute Frage. Was glaubst du? Meinst du, sowas wird überhaupt irgendwann zugelassen? Ich glaube, erlaubt wäre es schon, weil einen riesigen Vorteil hat man dadurch, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, das wurde auch bis jetzt noch nie so gefragt oder so. Also, ich glaube, ja. Man darf ja auch Tastatur und Controller beides nehmen. Gibt Leute, die spielen beides? Das ist eine andere Frage. Ich meine, warum sollte man das machen, oder? Ja, was ist denn das für ein Ding, Alter? Hast du schon so Erfahrungen gemacht mit Season 10 mit den Robotern und so? Ey, abgefahren. Wenn man sie nicht selber hat, behindert. Ja, kommt noch Team. Einer? Oh mein Gott, Digga. Ah, der eine hat 77 von mir bekommen. Ey, das geht nicht. Boah, ey, ist für mich echt schwierig, wirklich. Das Problem ist bei mir, Digga. Ich bin ehrlich, ich kann keine Decken bauen. Ich vergesse halt, wo ich meine Decke hab. So, editen. Let's go. Geht nicht. Wie edit ich? Hab einen genockt da hinten. Bei denen. Ich brauch diesen Kill. Kriegst du den? Ich meine, krieg ich ihn? Den anderen finde ich. Hat einen 70er von mir bekommen. Der ist hier oben bei mir, ich habe keine Builds mehr. Ist irgendwie Westen, glaube ich. Hier. Hab ihn. Oh mein Gott, Alter, nice. Ihr dürft mich jetzt nicht zu hart judgen, Leute. Es ist für mich gerade wie, als würde ich nochmal neu Fortnite lernen, wirklich. Also es ist wirklich für mich echt sau schwierig gerade. Ich habe ihn nicht bekommen. Was hat der das Ding? Noch? Ich bin noch viel zu langsam. Oh mein Gott, er hat ja, mich. Er ist tryhard, sein Vater, Junge. Ich kann nicht editen, ne? Denk dran, ich muss immer alles zerstören. Ah, Alter. Fast der erste Win, Alter. Und so ein Bot gewinnt das jetzt mit einem Kill, Alter. Sogar ich hatte der. Ich spiel gerade wie Trimax, Leute. Nee, ich werde das nicht für immer benutzen, Leute. Ich möchte es einfach ausprobieren. Aber ey, drei Kills, was geht? Okay, das hier ist mein Boden. Und das hier ist mein Boden. Und das hier ist meine Cone. Boden, Cone, Cone. Ich glaube, ich habe gerade keinen Edit Key vergeben, wa? Auf den beiden am Fenster. Einer hat einen richtig kleinen Hit von mir bekommen. Einer ist fast down. Oh mein Gott, Junge. Stark. Komplett leer. Junge, da war ich gerade Playmaker, Alter. Was geht ab? Was hat er da in den Händen? Das ist mein Controller. Damit spiele ich, Alter. Lass es mal 300 Stück sein oder sowas, die produzieren, ja? Also ich habe mit dem Typen halt geschrieben und er hat mir gesagt, ich bin der Einzige, der halt in Deutschland das Ding zugeschickt bekommt. Es waren noch zwei Leute aus der Schweiz dabei. Zumindest jetzt von der ersten Charge, weißt du, was ich meine? Das heißt, das ist noch gar nicht verbreitet. Klaus bei mir? Hab ihn. Dann haben wir immer komplett tot gesprayt mit dieser Waffe, Alter. Der wird das Spiel auch deinstalliert haben, wahrscheinlich. Und man. Und da ist hier drin. Hab ihn. Ich bin cracked mit dem Ding, mit dieser Waffe, Alter. Also, Aim-Steuerung mache ich ganz normal mit meiner Maus, Leute. Ja, falls ihr das wissen wollt. Andere versucht gerade, das zu replacen. Andere oben ist Ulo. Hab ihn.
Ich habe noch 2 AP, Alter. Let's go. The Dream, Junge. Wie teuer ist die Claw? Circa 120 Euro. Ich glaube, in meiner Ausführung, glaube ich, 150. Aber geht voll fit. Ihr müsst halt damit rechnen. Ihr habt halt Wartezeiten von, ey, safe, ich glaube, 3-4 Monaten oder sowas. Wenn nicht sogar mehr, ich glaube, 6 Monate insgesamt. Weil man muss auch seine Hand ausmessen und sowas. Man schickt den quasi ein Foto von der Hand zu und die absoluten Maße davon. Ja, ab September nehmen sie, glaube ich, wieder Bestellungen entgegen. Aber ich denke mal, das wird wieder Final Mouse sein. Die werden direkt wieder ausverkauft sein, die Sachen. Was ich bis dato tatsächlich nicht nachvollziehen kann, muss ich sagen. Aber vielleicht komme ich ja rein damit, ne? Geht die Claw für Konsole? Kann sogar sein. Müsste eigentlich. Das ist ein USB-Controller. Also kann, ich meine, man kann auch mit der Tastatur und Konsole spielen, oder? Oder? Vielleicht laber ich auch. Ich werde jetzt versuchen, Leute, ich werde es versuchen, daily, damit irgendwie ein bisschen zu streamen. Ich denke mal, ich werde 1-2 Claw-Games machen und dann ist es intelligent, on-stream nochmal zu wechseln zur Tastatur, weil Tastatur bin ich jetzt, glaube ich, boah, es fühlt sich jetzt wieder weird an, eine Tastatur in der Hand zu haben. Weißt du, was ich meine? Hab einen knocked. Ich muss auch ehrlich sagen, Leute, also ich glaube, wenn ich jetzt die Solo spielen würde, ich würde absolut rein. Da wollen wir gar nicht diskutieren. Da wäre ich ohne Robnik, wäre ich raus. Editier mal ein paar Wände, bitte. Also, ist halt Gewöhnungssache, ne? Muss ich halt voll reinkommen. Geschmackssache. Ich glaube sogar, was mir gerade auffällt, ich muss mir da drunter nochmal ein paar Klebestreifen oder sowas machen. Weißt du, was ich meine? Weil die rutscht ein bisschen auf dem Tisch hin und her, weil die halt einfach nicht so viel Gewicht hat. Weil ich natürlich mit der Hand richtig krass drin liege. Weißt du, was ich meine? Anders als bei einer Tastatur. Kennst du das, wenn die Pros immer so ihre Waffen schnell wechseln? Ich raff nicht, warum sie das tun. Ist es einfach, um stimuliert zu bleiben irgendwie? Macht man das so, damit... Ich habe keine Ahnung, aber ich mach das auch voll oft. Einfach irgendwie... Also langsam merke ich aber schon, dass meine Hand ein bisschen wehtut. Das habe ich bei Tastatur nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, ich hätte das gleiche Problem, als wenn ich jetzt einfach Controller spielen würde, dann würden meine Finger auch krampfen. Das ist einfach Muscle Memory. Deshalb ist es auch bei mir gerade so, dass ich, wie gesagt, jetzt irgendwann einfach Schmerzen im Ellenbogen, im Oberarm bekomme. Aber das ist normal, glaube ich. Also ich glaube, das gehört... Klar, soll es nicht wehtun zu Game, sondern das nicht. Also wenn man mit Trimax spielt, ist es wieder was anderes. Oh mein Gott, über uns Gegner. Huf, Alter, wo kam er denn her? Ich mach jetzt auf. Lol. Ja. Oh mein Gott, ja. Ich bin down. Ich muss counterbilden, Bro. Ja, hab einen knocked. So, 2 Gegner noch. Let's go, Alter. Das wird der Win mit der Claw. Auf geht's. Erster Win. 5 Kills sogar. Gar nicht so wack. Ich hab sogar eben geeditet. Oh mein Gott, ich war voll drauf, Alter. Der hat mich... Egal, hol einfach die Runde, Robney. Das muss der Win werden für den Upload. Let's go. Hol einfach das Game. Hol einfach das Game, Bro. Ja, okay. Let's go, Alter. Meine Hand ist eh verkrampft des Todes, Alter. Oh, Junge. Schönes Ding, Alter. Let's go. Okay, Leute. Das war der erste Win mit der Claw. Pass auf, ich würde sagen, wir hängen jetzt mal eine Runde hinten dran, Digga. Mit der Tastatur. Aber ich glaube, Tastatur fühlt sich jetzt für mich weird an. Weißt du, was ich meine? Nach einer Woche kriegst du einfach Fingerschmerzen bei Tastatur. Ich spiele noch eine Runde mit der Claw. Ich hab Bock, komm, wir spielen noch eine, komm. Ich muss besser werden, es bringt nichts. Ich spiele jetzt noch eine. Alle schreiben wieder Fake in den Chat. Ja, moin, man kennt ihn. Stell dir mal vor, Dinger, ich schwitze jetzt wirklich die komplette Zeit damit rein, Alter. Mein linker Oberarm wird doppelt so breit, weißt du, was ich meine? Und dann spiele ich einfach auf dem World Cup da. Ah, gut, das ist ein bisschen zu much. Habe ich noch Aufsätze für den Daumen? Ich glaube, dass ich die auf jeden Fall mal draufsetzen muss. Weil ich glaube, das Gefühl, mein Daumen ist zu fett für das Ding. Keine Ahnung, Mann. Man sagt ja auch, so wie der Daumen eines Mannes, so auch sein Johannes. Geil! Aber vergleicht mal die erste Runde, bitte. Mit der Runde gerade hier. Also vom Movement her. Finde ich, ist das schon ein himmelweiter Unterschied. Ey, Digga, ganz ehrlich, es geht mir gerade wirklich halbwegs gut rein. Also so ein Arschcontroller, wie gesagt, ist einfach wie so ein Nupsi, ne? So ein Buttplug, der hinten reinkommt, der wird dann gesteuert. Also ihr würdet alle einen kaufen, sehe ich gerade im Chat. Okay, nice, der Arschcontroller, ich würde ihn kaufen. Nice. Das Ding ist, das Coole ist halt, diesen kann man auch in die Spülmaschine tun, kann man einfach sauber machen. Easy, Junge. Ganz einfaches Teil. So langsam. Ja, den sollst du kriegen. Ja, lol, mit der Nate geholt, auf Ehrenlos. Ich glaube, wenn ich jetzt ein bisschen in die Bildmeter reingehe, Leute. Ey, ich kann es dir vorstellen, Alter. Machen wir Kooperation mit Ice.de. Digga, das ist es, Alter. Der Ice.de Arschflag. Let's go. Chat, wer wird investieren, Alter? Ich suche Investoren für meinen neuen Controller. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich ziehe den hier nochmal ab, den Kondom hier. Warte mal. Ich habe hier noch einen anderen. Guck mal. Der ist hier so. Ich ziehe den hier mal drüber. Der ist quasi genauso geformt wie das normale Pad. Nur halt auch nochmal mit so einer kleinen Membran drauf. Das ist halt geil, dass es halt direkt so ein Zubehör dazu gibt. Normalerweise müsste man sowas immer wieder dazu bestellen und so, aber das gibt es halt direkt dazu. Das finde ich halt schon ganz cool. Oh, was macht der hier? Ich glaube, wir müssen raus. Wir haben 70 AP. Er ist raus. So, dem gut funktioniert. Hab einen knocked. War stark. Oh, nice. Oh mein Gott, stark gespielt. Ich habe aber, muss ich auch sagen, aus Versehen dem anderen Hedgehog gegeben. Also. Hier unter dir oder über dir? Bei mir hier. Hab einen über Hedgehog gegeben. Hab noch einen down.
Oh, nice. Well played, Bro. Ich meine, das sind jetzt keine 20er-Bomben, so Leute. Das brauchen wir gar nicht denken, aber es funktioniert, wisst ihr? Es funktioniert. Ich komm rein, Alter. Ich muss sagen, Leute, es bockt. Boah, geil, ich krieg fast schon Triple Layer da mit den Robnik. Ich bin jetzt dazu gezwungen, mit diesem Ding gut zu werden, Alter. Er ist oben irgendwo. Ich glaube, ich krieg jetzt einen Headshot. Nevermind, er ist down. Ey Leute, es macht wirklich Bock, damit zu spielen. Das ist eine Herausforderung. Find's nice. Controller für Reiche, bloß ohne L2. Ganz genau, Digga. Ich habe mir die Challenge gesetzt. Ich bin so schon cracked in Fortnite, Digga. Dass ich dachte, ey, es wird Zeit, einfach damit wirklich tatsächlich nur mit der Claw jetzt zu spielen. Weil ich habe damit kein L2. Ist für mich komplett ungewohnt und ich bin damit deutlich schlechter. Da dachte ich mir, mache ich das einfach, Alter. Weil ich einfach so gut bin in dem Game, weißt du? Oh, Digga, okay, mit dem Joy-Con dieses Ding zu steuern, ist schon nochmal anders. Fahrzeuge irgendwie. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie man boostet, Alter. Aber das juckt mich jetzt auch gerade nicht. Da ist einer. Oh, Junge, Alter, was? Mann, mit diesem Bot-Controller habe ich ihm die Ehre komplett genommen, Alter. Junge. I'm getting cracked an der Never mind, jetzt hänge ich an der Kante fest. Ich kann ihn mal wegschießen, glaube oder? Ah, ne, da hinten läuft er. Ist down. Ja, aber die heute läuft er aber, Alter. Oh mein Gott, ich habe so kassiert, ich habe keine Dingens gebaut. Ja, finde ich mich. Geh weg. Oh nein. Ja, ist auf jeden Fall balanced. Junge, guck dir das mal an, Alter. Nein. Ich hab keine Mats für eine Trap. Schade, Mann. GG's, Junge, GG's, Alter. Oh, Leute, okay. Wie viele Wins haben wir heute mit der Claw geholt, Robnik? Wie viele waren das insgesamt? Keine Ahnung. 3 oder 4, glaube ich schon.